So, ich bin mal hier heute mit einem etwas anderen Format unterwegs. Nämlich war es schon lange mein oberstes Ziel, mal einen eigenen Podcast zu erstellen. Ja, der ist jetzt zwar alleine, also nur mit mir und vielleicht später mal, je nachdem wie der ankommt oder wie die Resonanz sein wird, dann auch mal mit anderen Personen. Aber ich dachte, ich nutze die Chance einfach mal, um hier was aufzunehmen und zu gucken, ob das überhaupt jemanden interessiert. Ja, zum Beispiel, wie bin ich überhaupt zu dem Kanal gekommen? Was habe ich in all der Zeit gemacht? Bin ja jetzt nicht der Aktivste da und mache das natürlich auch nicht hauptberuflich, aber dachte einfach, ja, das könnte doch mal interessant sein für den einen oder anderen. Und aus diesem Grunde dachte ich, legen wir mal los. Ja, mein eigener Podcast. Was gibt es so zu berichten? Wir haben in der ganzen Zeit, die ich irgendwie schon online aktiv bin, relativ viele Sachen erleben können. Ich habe eine ganz, ganz lange Zeit online in einem Clan gespielt, war im Battlefield 1942 lange Zeit aktiv, dann nachher im Battlefield 3 und im Battlefield 4 noch. Habe aber all diese Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, nicht irgendwie digital aufgenommen, also weder auf YouTube noch sonst wo, sondern bin eigentlich erst nach dieser Zeit wirklich aktiv in YouTube gewesen, weil ich schlichtweg auch einfach die Internetverbindung nicht hatte. Wir hatten, weiß nicht, 16.000er Leitung, kennt der ein oder andere vielleicht noch aus Jahrzehnten vor unserer Zeit sozusagen. Da hat es keinen Sinn gemacht, wirklich Aufnahmen zu starten. Die Rechner waren nicht berauschend dafür, aber letzten Endes, ja, habe ich mich dann irgendwann dazu entschlossen, bin aber eher über den Android-Bereich dahin gekommen, weil ich dann so Spiele wie Last Day on Earth oder so gespielt habe, relativ lange gespielt habe, relativ viele Videos gespielt habe. Dadurch ist, glaube ich, auch eine relativ große Zahl der jetzigen Abonnenten zustande gekommen, auch wenn die wahrscheinlich den Kanal gar nicht mehr wirklich kennen. Und habe dann aber zwischendurch wirklich auch viel Zeit mit Familie und Co. verbracht, sodass das ganze Thema wieder ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Dann ist es ja so, dass die, ja, ich will nicht sagen Frustration, aber zumindest letzten Endes die Videos auch nicht mehr die erfolgreichen Klicks gebracht haben. Für meine Verhältnisse, ich erwarte jetzt keine riesigen millionenfachen Klicks, aber zumindest sind die Zahlen dann runtergegangen. Dann gab es Änderungen in den YouTube-Richtlinien. Ja, und letzten Endes dann doch wieder weniger Zeit. Dann gab es Familie, dann gab es die ersten Kinder oder das erste Kind, das zweite Kind und dann eben durch Arbeit, bin ja jetzt auch hauptberuflich tätig und nicht irgendwie noch arbeitslos oder so, gab es dann eben ganz viele andere Themen, die meine Zeit wirklich eingeschränkt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann zocke ich lieber selber, anstatt ich dann irgendwie was hochlade. Aber dann irgendwann, jetzt vor kurzem, dachte ich mir, okay, bin dann irgendwann stolzer Besitzer einer PlayStation 5 geworden, habe also dann den eigentlichen PC-Bereich ein bisschen verlassen und habe relativ viel darauf gespielt. Angefangen Last of Us Teil 1 durchzuspielen, diverse andere Spiele angefangen und habe mir dann den Premium, wie nennt sich das, die Premium-Mitgliedschaft da im PS Plus Store geholt und haben dann Freunde kennengelernt, die wiederum auch eine PS5 haben dann relativ viel FIFA zusammengespielt im Koop und dann irgendwann sind wir zu einer Party gekommen, wo man sagt, okay, es gibt ja immer monatliche Spiele-Updates beziehungsweise neue Spiele, die exklusiv für die PS Plus Mitglieder sind und da war der Landwirtschaftssimulator mit dabei und ja, den habe ich ja schon, seitdem er rauskam, eigentlich auf dem PC relativ viel gespielt und muss einfach auch sagen, dass das nochmal eine ganz andere Welt auf dem PC ist, weil man einfach ein ganzes Lenkrad anschließen, dann kannst du es wunderbar einstellen, das sind so Sachen, die kannst du in der PS5 nicht. Du kannst die Seitenkonsole benutzen, die geht jetzt in der PS5-Version ebenfalls nicht. Du kannst meines Wissens auch Server mieten und sowas, also ganz, ganz viele Sachen neben unzähligen mega geilen Mods, die es auch für den PS oder für die Konsole nicht gibt. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann doch wieder zurückgekehrt und habe gedacht, okay, habe festgestellt, mit der Konsole kann man ja auch Livestreamings machen oder generell auch Aufzeichnungen vornehmen und habe aber gedacht, okay, der Platz auf der Konsole ist begrenzt, deswegen müssen wir es irgendwie live machen. Und bin dann tatsächlich dazu gekommen, das erste Spiel live zu streamen, das war dann Detroit Become Human. Kann ich jedem nur ans Herz legen, ist ein mega geiles Spiel. Wer so auf Storylust und geile Grafik und wirklich auch Entscheidungen, die man trifft, die dann weitreichende Konsequenzen haben, steht, sollte sich das Spiel angucken. Ist von den Machern von Heavy Rain zum Beispiel oder
auch Beyond Two Souls. Wer das kennt, gerne ruhig mal in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, ja, das war so die Zeit, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich starte die ganze Geschichte, habe ja hier einen guten Freund kennengelernt, der ebenfalls bei uns im Dorf, kommen wir aus dem Dorf, und nicht in der Stadt ja, wohnt, und durch unsere Kinder sind wir sozusagen ja zueinander gekommen und haben dann festgestellt, wir teilen so die gleiche Leidenschaft, nämlich das Zocken. Auch wenn die, ich sag mal, Spielerichtung eine unterschiedliche ist in der Regel, aber hier zumindest was FIFA anbelangt und was jetzt auch den Landwirtschaftssimulator anbelangt, teilen wir das auf jeden Fall. Und ja, beziehungsweise kam er sogar auf mich zu und hat gesagt, Mensch, er wollte das eigentlich immer schon mal sehen, wollen wir das nicht mal zusammenspielen? Und habe ich gedacht, okay, das machst du mal, und dann machst du auch einen Livestream draus. Ja, und mittlerweile muss man sagen, nach dem, ich glaube, fünften Livestream, wobei ab und zu ja doch auch ein paar Abstürze dazu kommen, ist die Resonanz zumindest für die bisherigen Verhältnisse des Kanals wirklich gut, ja. Es macht mega viel Spaß, das zusammen zu spielen. Kann ich also auch nur jedem empfehlen, der sich das holen will. Auch wenn man weiß, dass die Konsolenversion aufgrund der fehlenden Mods oder der fehlenden guten Mods wirklich die schlechtere Variante von allen ist. Also wenn man jemanden empfehlen würde, der Bock auf dieses Spiel hat, holt es euch nicht für die Konsole, sondern spielt es auf dem PC. Ihr habt weitaus mehr Möglichkeiten, ihr habt weitaus mehr Mods, die ihr nutzen könnt. Realistische Mods, was weiß ich, manuelles Ankoppeln und sowas, das gibt's alles nicht. Ihr habt es zumindest nicht gefunden. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, wenn wir mal mit dem Thema Landwirtschaftssimulator bleiben wollen, gibt es trotzdem gute Karten, ja, die ich zumindest aus der PC-Version noch gar nicht kannte, ja, aber dann auch kennengelernt habe oder die wir auch zusammen spielen, nämlich der Schwarze Fluss. Das ist eine Karte, die, boah, muss ich ehrlicherweise gestehen, ist echt, echt gut entwickelt. Ja, auch wenn es da natürlich Probleme mit den Helfern und sowas gibt. Das habt ihr ja schon vielleicht in den einen oder anderen Short gesehen. Aber grundsätzlich gibt es ganz, ganz viele Details, die dort drin gebracht worden sind. Die Welt ist belebt. Es ist ganz, ganz viel los. Ihr habt einen Supermarkt, der ist, da fahren ständig Autos rum, fahren auf dem Parkplatz. Auch wenn sie da was umdrehen, es stehen mal so am Straßenrand ein kaputter LKW. Ich meine, klar, auf Dauer steht ja immer darum, das ist jetzt nicht das Problem, aber es bringt einfach so ein bisschen Atmosphäre. Ja, es fliegt ein Flugzeug regelmäßig rüber. Das kann zwar auch irgendwann mal nerven, aber generell muss man sagen, auch das wirklich atmosphärisch. Und was vor allen Dingen das Krasseste an der Map ist, normalerweise, wir haben uns dafür entschieden, jetzt nicht irgendwie eine freie Platzwahl zu nehmen und sich selbst die Farm aufzubauen, sondern man hat einfach eine vorgefertigte Farm genommen, indem man da auf Farmer oder was das ist immer klickt. Was es da schon standardmäßig dazu gibt, ist wirklich der Wahnsinn. Also seid auf keiner anderen Map gesehen. Es gibt zwei Traktoren, es gibt einen großen Radlader, es gibt ganz, ganz viele Maschinen, auch wenn das jetzt nicht die größten Maschinen sind, aber man hat dann mit den 100.000, die ihnen ja zur Verfügung stehen, plus die Möglichkeit über die Kredite ja noch ganz, ganz viele Chancen, Sachen zu kaufen, zu verkaufen, Felder zu kaufen und größer zu machen. Und das machen wir eigentlich da. Und das daraufhin ist die Idee Brandenburger Feldfrüchtchen entstanden, indem wir gesagt haben, wir wollen das zusammen zocken. Mein Kumpel Galde hat, wie gesagt, keine Erfahrung in dem Bereich, kennt sich also mit Landwirtschaft als auch mit dem Spiel null aus. Hat so die eine oder andere Geschichte von seinen Kumpels mitgenommen, die aber ebenfalls als, ich sag mal, unerfahrene Leute da reingegangen sind. Und man erkennt so die eine oder andere lustige Aktion, die immer wieder passiert, oder auch lustige Sachen, die ihm passieren, wenn du als Frischling da eintrittst und eigentlich gar keine Ahnung hast, wofür sind die ganzen Maschinen, was machen die. Muss er selbst gestehen, ja, ich habe es wirklich lange gespielt, habe auch den Vorgänger gespielt, aber dann war auch eine Zeit lang Pause und die eine oder andere Sache vergisst du auch mal einfach, ja, aber es ist wirklich unglaublich schön zu sehen, dass es einfach auch noch Spieler gibt, die eigentlich völlig weltfremd von dem Spiel sind und die trotzdem Spaß mit sowas haben können, ja, mit einem Landwirtschaftssimulator 22, der ja doch ja nicht mehr so der neueste ist, ja, ist meines Wissens 21, glaube ich, rausgekommen, 2 Jahre mittlerweile vergangen, ja, auch da war es jetzt nicht ein AAA-Game, ja, ist es nicht, von der Grafik nicht, ist es aber auch von allen anderen Sachen nicht wirklich, aber gerade die Mods bringen Atmosphäre und gerade das bietet ja mit der Vielfalt, die eh schon drinne steckt, eigentlich nochmal jede Menge Spielspaß. Gerade zusammen, also ist ein cooles Format. Ich kann immer nur sagen, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, guckt da gerne mal rein. Es gibt jetzt eine Playlist dazu. Ja, es gibt jetzt keine offiziellen Tage, wo man immer sagt, immer ab um 9 geht's los oder so. Das klappt einfach auch nicht aus dem Grunde, weil wir beide Familie haben und jetzt nicht
uns davon freischaufeln können und sagen, wir machen das jetzt irgendwie hier jeden Abend um 10 oder jeden Abend um 9, das geht nicht, aber abonniert einfach den Kanal und dann kriegt er ja mit, wenn es losgeht. Wer Bock hat, guckt einfach zu. Wir hatten jetzt vor kurzem schon jemanden aus Thüringen, der wirklich lange zugeguckt hat. Auch herzlichen Dank dazu, falls du nochmal den Stream hier oder den Podcast hören solltest. War wirklich cool, hat wirklich Spaß gemacht und man sieht ja auch anhand der Shorts, das ist jetzt gar nicht mal irgendwie als, guck mal, der ist Anfänger oder so gemeint, sondern man sieht eben auch einfach, dass dadurch sehr, sehr lustige Szenen entstehen können, ja, und die teilweise auch wirklich witzig aussehen. Also wer da Bock hat, guckt einfach mal rein. Ja, was gibt's sonst zu sagen? Ich komme ja eigentlich aus dem Shooter-Bereich, beziehungsweise habe, wie gesagt, lange Zeit Battlefield gespielt, habe aber auch dann zwischendurch immer mit meinem Bruder, der tatsächlich, Grüße gehen hier an Stahlhaube raus, wenn er das jemals mal hören sollte, eigentlich total versunken in dem War Thunder Spiel geworden ist und dadurch, ja, aber bevor das alles passierte, haben wir uns relativ oft getroffen, haben viel auch andere Spiele gespielt, sowas, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch noch Patricia 2 kennt, mega geile Wirtschaftssimulation, ja. Hatten wir meistens immer am Wochenende gespielt, aber alles zu Zeiten, wo man das nicht aufgenommen hat oder so, ja, mal im Laden, zu Hause, das war echt geil, was habe ich noch alles so in meinem Leben gespielt? Autorennen, Gran Turismo, auch das ist ein Grund gewesen, warum ich mir damals eine PlayStation 3 geholt habe, ja, einfach um mal ein richtig geiles Autorennen zu spielen, auch da scheiden wahrscheinlich die Geister, aber an sich ein tolles Spiel und habe also relativ viel eigentlich in dem Bereich Shooter verbracht, habe viel Battlefield gespielt, wie gesagt, aktiv im Clan, die 1942er legendären Zeit mit einem eigenen internationalen Clan, mit ganz, ganz vielen richtig geilen Leuten, die mittlerweile natürlich alle irgendwas anderes machen und nicht mehr Battlefield 1942 spielen, aber wo man tatsächlich auch einen Ligabetrieb hatte, wo man Turniere gespielt hatte, das war auch schon eine geile Zeit, aber was soll man sagen, da war man natürlich frei, man hat gearbeitet, hat den Rest des Tages mehr oder weniger dann am PC verbracht, ob das jetzt so die große Lösung für jeden ist, ist auch eine Frage, aber grundsätzlich eine sehr, sehr tolle Zeit, an der ich mich auch ganz, ganz toll und gerne zurückerinnere und immer mal wieder auch so in Erinnerung schwelge und dann die Leute, man hat sich live getroffen, man hat Englisch gesprochen, man hat teilweise von einer, eher Fun-Aktivität, also von unprofessionell über eine teilweise Professionalität dann auch, indem man eben wesentlich Taktiken vorher besprochen hat, echt viel reißen können. Ja. Und wir waren jetzt nicht die Schlechtesten, das muss man auch sagen. War aber auch eine sehr tolle Zeit. Schade, und da ärgere ich mich heute noch, dass ich diese Zeit nicht irgendwie mitgefilmt habe über, Streamings oder irgendwelche Videos, die man dann hochladen konnte. Ist jetzt nicht so, dass ich das oberste Ziel hatte, hauptberuflicher YouTuber zu werden. Aber wer macht nicht schon gerne sein Hobby auch zum Beruf, muss man ja einfach so sagen, wie es ist, ja, wenn das jetzt nicht passieren wird. Also bei Weitem werde ich niemals die Videodauer und auch die Abonnentenzahl erreichen, um hier jemals mal irgendwie mit Geld zu verdienen. Aber man sieht es ja auch in Bereichen wie ein Landwirtschaftssimulator, der ja im Prinzip nicht die Bekanntheit wie, ein Last of Us oder sowas erreicht hat, aber dennoch eben auf der Gamescom vertreten ist und generell mittlerweile, glaube ich, ganz, ganz viele Spieler von jung bis alt mit sich bringt und teilweise auch die reale Landwirtschaft mit in die Community gebracht hat. Ich meine, wer das regelmäßig spielt oder auch bei YouTube guckt, der kennt eben Leute wie Ansgar, also Endplay oder was weiß ich hier, den Sachsen-Let's Player oder sowas, ja. Das sind so Sachen, muss man sagen, kann man wirklich neidisch drauf sein, ja, weil die eben auch mit so einem Spielen das wirklich geschafft haben und da Herzblut drin stecken. Und ich glaube, das ist so die schöne Sache, die dann einfach Spaß macht, wenn du eben dein Hobby und Spiele, die du gerne spielst, wirklich mit anderen teilen kannst, dann vielleicht noch coole Ideen hast und Leute damit unterhalten kannst, ja. Ja, aber ansonsten bin ich ein ganz normaler Mensch, wie der andere auch, muss mein täglich Brot mit Arbeit verdienen, indem man eben in einer Verwaltung tätig ist, ja, und deswegen eben so viel am Bürotisch sitze und Akten von links nach rechts schiebe. Ich hoffe, man hört hier meinen Ohrsteck gar nicht so doll. Und dachte mir jetzt einfach auf der Fahrt nach Hause, ich nehme einfach mal einen Podcast auf. Ja, ich würde ihn gerne mal auch zusammen mit irgendjemand anderem sprechen. Aber das Problem bei mir ist eben einfach, wo findest du die Zeit dafür, sowas mal zu machen? Ja, ich würde sowas gerne mal mit dem Galde machen und dann unsere Erfahrungen aus dem Landwirtschaftssimulator mal gemeinsam aufschreiben. Aber wer das Ding da so verfolgt,
Ich versuche mal schon den ein oder anderen Highlight dann rauszuschneiden und als Short hochzuladen. Und da gab es ja auch schon den ein oder anderen erfolgreichen Clip. Ja, also wann habe ich mal seit längeren Videos erstellt, die plötzlich über 100 Aufrufe hatten? Ist ja eigentlich faktisch nie der Fall mehr gewesen. Außer zur Zeit von Last Day on Earth, wo ich das noch aktiv gespielt habe. Und wer da noch zuguckt, kennt vielleicht den ein oder anderen, das ist jetzt vielleicht sehr laut hier, den ein oder anderen anderen YouTuber, wie zum Beispiel auch wie heißt der, Gerlinde Zockt. Ja, auch der ist ja, glaube ich, groß bekannt geworden durch dieses Spiel. Aber das Problem an sowas ist natürlich immer, wenn du dich auf ein Spiel versteifst, dann ja, bekommst du natürlich auch nur Abonnenten, die sich ausschließlich für dieses Spiel entschieden haben. Und ich bin leider niemand, der permanent nur das eine Spiel spielt, sondern ich brauche meistens situationsabhängig dann wirklich auch mal anderen Input. Und das ja, fängt eben tatsächlich ja, wenn ich jetzt ein Fußballspiel sehe, kriege ich Bock auf FIFA. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen Actionfilm sehe, dann würde ich am liebsten irgendeinen Shooter spielen. Und so ist es dann eben mal. Ja. Und dann ist es eben nicht so, dass mein Kanal sich ausschließlich über ja, so Spiele wie Last Day on Earth bezieht, sondern ich das auch gar nicht mehr die Lust habe. Da ist auch ganz viel passiert. Also dieses Spiel ist nach wie vor, wer da Bock drauf hat, ist eins der besten Android-Spiele, würde ich fast sagen. Ja, weil man einfach sehr, sehr viele Sachen da machen kann mittlerweile. Damals gab es ja nur ein paar Orte. Jetzt mittlerweile hast du da was im Multiplayer-Bereich und noch was weiß ich was für Sachen. Das hat sich mega erweitert. Aber da, wenn du da nicht mehr dran bleibst, dann bist du da auch einfach raus. Und das sind dann so Sachen, schaffe ich eben zeitlich nicht. Aber ich spiele trotzdem nebenbei auch andere Spiele auf dem Telefon, insbesondere hier The Walking Dead Road to Survival, kennt der ein oder andere vielleicht auch. Was ich mir bisher noch nicht angetan habe, ist Genshin oder Shadow Raids Legends. Wobei Shadow Raids Legends habe ich mal gespielt, aber muss sagen, okay, hat mich jetzt persönlich nicht geflasht, deswegen spiele ich das auch nicht mehr. Aber so The Walking Dead bin ich relativ weit, ist ja auch so ein typisches Pay-to-Win-Ding, ja, du spielst da zwar mit irgendwelchen bekannten Charakteren, dann kommen immer wieder neue Charaktere zu, die werden immer irgendwie stärker, die besten Dinger gibt es nur, wenn du da Geld ausgibst. Ich verstehe bis heute nicht, warum da auch so viele Leute dann teilweise für ein Mobilspiel wirklich mehrere hundert Euro, ich würde fast sagen monatlich darin kloppen, um da einfach irgendwelche tollen Charaktere zu kriegen und dann vielleicht irgendwo auf Platz 1 zu stehen. Also was bringt dir das? Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich nie Geld für ausgegeben habe, aber also da bin ich immer noch Verfechter von. Du kaufst dir einmal ein Spiel, ja, dann gibst du da meinetwegen auch 60 Euro für aus, hast aber irgendwas Cooles und kannst es dann eben auch auf ewig zocken und musst dann nicht wieder neues Geld ausgeben. Das ist eigentlich so das, was man sich da so, was ich mir unter Zocken vorstelle, ja. Und freue mich natürlich auch mal, wenn ein Spiel mich wunderbar unterhält. Und das ist ja bei vielen Spielen, also auch im PlayStation-Bereich echt der Fall. Hab auch, wie gesagt, zocke auch gerne mit meiner Freundin mal, die natürlich auch nicht immer Lust und auch nicht immer Zeit dafür hat und auch nicht mehr den Willen dazu hat, aber grundsätzlich auch das eine sehr, sehr coole Sache, wenn wir da zusammen mal irgendwelche Zombies umnieten. Weil der ein oder andere kennt vielleicht noch Dismantled. Ist ein relativ simples Spiel, aber du kannst eben da in der Welt fast alles irgendwie kaputt machen. Und auch das im Multiplayer spielbar, zusammen zwar jetzt irgendwie nicht als gesonderter Charakter, irgendwie ist es doch das Abbild von ihm selbst, aber auch ein cooles Spiel, was durchaus Stunden verbringen kann mit einer jetzt nicht mega erzählten Story, aber zumindest mit einer Story. Und ja, kann man nur empfehlen. Wir zocken nebenbei auch noch so ein bisschen It Takes Two, kennt vielleicht auch der ein oder andere von, weiß ich nicht, Let's Playern hier wie Gronkh oder sowas, haben die ja auch schon alles noch und nöcher vorgestellt. Aber ja, und wie gesagt, mein oberstes Ziel ist es eigentlich jetzt größtenteils, wenn die Chance da ist, so Projekte wie jetzt zum Beispiel die Brandenburger Feldfrüchte. Ich kann es mal nur wieder sagen, guckt da rein. Ihr müsst euch nicht den kompletten Stream angucken, aber da sind echt manchmal Sachen dabei, da kannst du dir weglachen. Und wer da Bock auf Landwirtschaft hat und auf den Landwirtschaftssimulator, ist zwar jetzt, wie gesagt, die PlayStation 5 Version, aber auch das macht nach wie vor Spaß. Guckt da einfach rein. Ja, wie gesagt, ich bin da ja, eigentlich froh, jetzt das erste Mal wirklich mal jetzt hier die Zeit genommen zu haben. Auch wenn es jetzt während der Rückfahrt ist und ich hoffe, dass die Störgeräusche durch Umwelteinflüsse hier, wie wir sehen, die Autobahn und Co. nicht ganz so schlimm sind. Ich habe jetzt extra ein Headset ins Ohr gesteckt, damit der Ton vielleicht noch ein besserer ist, aber seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt nicht in der Tonaufnahme gemacht habe, wo keine anderen Geräuschkulissen zu hören sind, aber ich dachte,
als Unterhaltungszweck ist das vollkommen ausreichend. Und ja, dadurch, dass ich ja jetzt hier kein, was weiß ich, YouTuber mit 5 Milliarden Abonnenten bin, wo man jetzt auf wirklich Qualität Wert legt und sagt, oh, das muss aber so sein, sonst gucken wir das Ding nicht oder hören das Ding nicht. Naja, mein Gott, dann ist es so. Von daher war das jetzt mal so ein Traum von mir. Ich habe immer noch nicht, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, noch nicht so richtig die Idee, wie nenne ich denn die ganze Kiste. Ja, also wir sind nicht hier MK-Podcast oder so, klingt ja auch irgendwie so nach nichts. Es soll schon irgendwie was Witziges haben und ja, vielleicht gibt man da doch ein oder andere Thema drin. Ich werde jetzt hier auch keine 2-Stunden-Podcasts machen, sondern in der Regel versuchen so ein halbstündiges Ding oder vielleicht so ein 25-Minuten-Ding. Aber ja, das ist so mein Ziel gewesen. Ich habe tatsächlich, blöderweise, und ich gebe es auch offen zu, so ehrlich kann man ja auch sein, mir gar keine Liste gemacht mit Themen, die ich jetzt unbedingt ansprechen wollte. Also ich wollte euch ein bisschen erzählen, wo komme ich her? Ja, also wo komme ich her, habe ich gar nicht erzählt, aber... Ich lebe in Brandenburg, im Land Brandenburg, nicht in der Stadt Brandenburg und ja, bin hier groß geworden und bin da zurück zu den Wurzeln gegangen, wohne da in einem schönen kleinen Dörfchen und ja, fahre eben in die nächste Stadt zum Arbeiten, habe 2 Kinder, habe eine Frau und ja, bin derzeit 38 Jahre alt zum Zeitpunkt des Streams. Von daher, das vielleicht nochmal vorweg zu meiner Person, falls der oder andere jetzt hier hinhört und sagt, was ist das eigentlich für jeder, kenne ich gar nicht. Nee, kennt man nicht. Ich mache es, wie gesagt, nicht hauptberuflich und weiß aber, dass es eben Leute gibt, die das trotzdem nebenberuflich machen können, ja, und die da auch Erfolg mit haben können. Und das, ja, würde mich natürlich auch freuen, wenn es Leute gibt, die den ganzen Kram hier hören, sehen und Lust haben, sich auch immer wieder anzugucken. Und ja, auch wenn man da vielleicht im Zuge der Historie des Kanals sehen kann, wie ja, billig und schlecht, also ich muss ja wirklich dazu sagen, zu dem Spiel Last Day on Earth habe ich damals teilweise auf Toilette, auf Arbeit, darf ich ja nicht sagen, aber zumindest auf Toilette die Szenen aufgenommen und das dann da auch auf Toilette gesprochen, ja, früh morgens, wenn Kinder da war oder so, damit man wirklich, hier irgendwie, da mal ein bisschen Content kreieren kann. Ja, das klang natürlich auch wie auf der Toilette, muss man dazu sagen, schön war es nicht. Aber ja, es hat trotzdem Bock gemacht zu spielen und eine andere Chance hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Deswegen habe ich es dann unter dieser Variante gemacht, damit man nochmal so ein bisschen was Lustiges hier einfügt. Ansonsten, ja, was gibt es sonst zu berichten? Also wie gesagt, ich kann nur empfehlen, guckt euch den LS-Livestream im Brandenburger Feldfrüchtchen an. Das ist eine schöne Sache, wir haben da echt viel Spaß. Wir haben uns da eine schöne kleine Farm auf der Map Schwarzer Fluss, wie gesagt, aufgebaut. Ich springe jetzt einfach zu dem Thema, will auch mit dem Thema dann nachher abschließen. Und kann nur sagen, dass man da wirklich Zeit drin verbringen kann und dass es wirklich schon Bock macht. Auch wenn mir so ein paar Sachen fehlen, ja, so wirkliche Mäharbeiten als Auftrag oder generell auch so Mods, wo man die Aufträge ein bisschen verbessern kann, wo es einfach ein bisschen mehr Geld gibt. Teilweise sind die Forderungen da sitzt du dann wirklich eine Stunde dran, für, weiß ich nicht, 10.000 Euro, die du da Gewinn machen kannst, das ist dann nicht so berauschend. Und dass natürlich die Reparaturkosten von einem Traktor teilweise 16.000 Euro sein sollen, das ist nach wie vor ein Thema, wo ich denke, okay, also ja, dass so ein Ding mal hier wartet werden muss und dass so ein Ding vielleicht auch mal einen Teil gewechselt kriegen muss. Aber ist das wirklich 16.000 Euro? Also da fragt man sich ja schon, aber das ist ja eigentlich nur für die Technik. Ja, was kommt denn da noch bei raus? Dann wird es dann mal irgendwann nochmal eine neue Farm haben oder neue Felder haben oder auch, was weiß ich, neue Tiere oder sowas oder auch größere Maschinen, damit man einfach auch mehr auf die Schnelle bewirtschaften kann. Aber wenn die dann alle eben so teuer sind, dann musst du aber ackern. Ne? Aber so ist ja nun mal auch die Devise, ackern auf dem Acker. Und von daher, aber wie gesagt, es ist ein wirklich funny Moment damit bei gewesen, die man durchaus sehen kann. Ich werde auch für die Zukunft definitiv nochmal den Sound anpassen, weil ich doch feststelle, wenn ich das jetzt so beim bisschen die Highlight erstellen oder so gemerkt habe, dass dann geil kaum zu hören ist. Weil der einfach bei meinem Motorsound einfach so dermaßen übertüncht, dass man, also ich habe es wunderbar verstanden im Stream und auch im Spiel selber, aber im Stream versteht man das nicht. Da ist irgendwie der Sound vom Motor so dermaßen laut, dass man seine Akustik gar nicht wahrnimmt und meine gerade noch so. Das werde ich also für die Zukunft anpassen, definitiv. Ja, was gibt's sonst noch? Also ich springe wirklich von Thema zu Thema und dann auch teilweise zu Themen zurück. Da seid mir jetzt nicht böse, das ist der erste Podcast, den ich hier mache. Vielleicht kommt mal irgendwann ein neuer oder auch, weiß ich nicht, noch ein anderes Thema. Und blöderweise
weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber mir fällt immer wieder, also diese Ohrenstöpsel vom Headset, also ich habe hier so eine In-Ear-Dinger, die kommen damit nicht klar. Aber diese Dinger, weiß nicht, mein Ohr zu klein ist oder die Dinger zu groß, jedenfalls, das fliegt immer wieder irgendwie raus, obwohl ich mich ja nicht groß bewege. Was das ist, ich weiß es nicht, aber grundsätzlich, ja, vielleicht nochmal so zu meiner Person, weil ich sonst noch gerne, ich gucke auch gerne Filme, ja, ich liebe Actionfilme, insbesondere so eine Sachen wie die alten Expendables-Filme, kann ich nur vorstellen, kann ich nur empfehlen, mega geil, ich liebe auch Bud Spencer und Terence Hill, ja, finde insofern den oder andere nicht so doll, aber die Sprüche dort und die deutsche Synchronisation ist einfach der Hammer, also wer das noch guckt und gerne guckt, ich Daumen hoch. Coole Sache, werden die Jüngeren unter euch vielleicht gar nicht mehr kennen oder gar nicht mehr wissen. Aber sehr, sehr geil auf jeden Fall. Von daher, ja, das ist mein erster Podcast, ja. Muss man ehrlich sagen. Habe ich jetzt tatsächlich mal gesprochen. Muss mir noch ein cooles Bild, ein cooles Thumbnail mal ausdenken und eine coole Bezeichnung. Vielleicht, ja, habt ihr auch für die Zukunft eine coole Bezeichnung oder denkt euch, ja, nennen das Ding doch mal so und so hier, was weiß ich, Brandenburger Podcast oder was weiß ich hier, keine Ahnung, Brandenburger People Podcast, was weiß ich, einfach was raus damit, was keine Miete zahlt und dann würde ich mich natürlich über zahlreiche Kommentare freuen und gerne gibt mit Themen oder vielleicht finde ich auch mal einen anderen, wie ich so sagen, berichte einfach mal, was so in der Woche passiert ist. Aber ja, das sind dann meistens recht unspektakuläre Dinge, die man vielleicht gar nicht so aktiv hören will. Vielleicht noch die Frage, was höre ich gerne auf YouTube oder wem folge ich gerne auf YouTube, wen gucke ich gerne auf YouTube? Natürlich eins der Urgesteine oder wenn nicht sogar das Urgestein Deutschlands, Gronkh, immer wieder geil zuzuhören, auch wenn ich mittlerweile gelesen habe, dass da wohl einige mit dem, ja, Gameplay und Skillkünsten von ihm nicht mehr so zufrieden sind. Aber trotzdem finde ich es immer wieder belustigend, wie er die Streams macht. Und auch wenn das jetzt mittlerweile ja nicht mal so die herausragenden Schnitte sind, sondern eigentlich wirklich bloß Let's Plays, die irgendwie kommen, muss man wirklich sagen, ist immer wieder unterhaltsam. Ja, wen gucke ich noch? Oder wen verfolge ich noch? Natürlich Ansgar von Endplay, früher Nordrhein TV, glaube ich, der... Nordrhein TV Play, glaube ich, hieß es sogar, der ja mittlerweile vielleicht sogar der bekannteste YouTuber im Bereich des Landwirtschaftssimulators ist. Ich würde von den Abonnentenzahlen fast sagen, er ist der bekannteste. Dann aber auch richtige Farming-Leute, sowas wie Twitch Farming, kennt der ein oder andere vielleicht, ist gar nicht so weit weg von hier sogar. Oder den Landwirt in MV, ja, gucke ich auch ab und zu mal, jetzt auch nicht permanent, weil dann natürlich die Zeit dafür relativ begrenzt ist, aber auch das Kanäle, die irgendwie mit Landwirtschaft verbunden sind und dadurch, ja, höre ich das natürlich gerne. Ja. Und wie gesagt, Ansgar macht echt geile Projekte, macht echt geile Geschichten. Kann auch da nur sagen, wer Bock hat und wer das geil findet, guckt euch Pharmatown 1 und 2 an. Das habe ich eine ganz lange Zeit immer auf dem Weg zur Arbeit gehört. Und das ist mal so ein cooler Abschnitt, weil das meistens so, eine halbe Stunde ging und er dann wirklich ein Roleplay draus gemacht hat. Ja. Und das ist echt, echt cool. Ich glaube, ganz, ganz viele Leute sehen sich da nach einem dritten Teil. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich kann auch nachvollziehen, so wie es produziert wurde, dass das unglaublich viel Aufwand gewesen ist und unglaublich viel Kraft gekostet hat. Aber dennoch, also das sind auch Sachen, die sind einfach cool gemacht. Das ist eine coole Idee. Du hast eine geile Umsetzung. Ich habe es nicht mal geguckt, sondern ich habe es wirklich wie so ein Podcast gehört und muss sagen, boah, mega, hat Spaß gemacht, ja. Ja, das sind so Sachen, die verfolge ich. Ja, von daher ist das so die Richtung, die ich immer mal wieder bei YouTube so ein bisschen gucke. Ja, sonst so eine Sachen wie Montana Black und Digga hier, Digga da. Ist jetzt persönlich nicht so meins, muss es aber auch nicht. Ist ja Geschmackssache. Auch der natürlich mega erfolgreich damit, kann man nicht anders sagen. Aber grundsätzlich, ja, soll es das sein. Und hier ist die Huppelkiste. Entschuldigung, ich bin jetzt auf dem Weg, kurz vorm... vorm Ende, kurz vorm Zuhause. Und das ist echt gravierend doll hier, der Panzerweg. Deswegen, ja, soll's das. Ich bin bei einer halben Stunde angekommen. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine halbe Stunde euch voll zu labern. Und dann bin ich mal gespannt, ob ihr überhaupt den hört. Ja, dann laberst du hier eine halbe Stunde und keine Sau erzählt das an. Aber, ja, wie gesagt, lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr sagt, das ist total schrottige Grafik. Grafik vor allen Dingen. Euer Podcast mit Grafik ist okay. Nee, total schlechte Qualität. Macht das bloß nicht nochmal. Und quatsch nicht immer durcheinander.
ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja, aber ich wollte es für mich persönlich einfach mal machen. Ich werde es definitiv auch uploaden und dann ja, freue ich mich auf Kommentare oder wenigstens einen Daumen nach oben. Irgendeine Reaktion wäre schon geil. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ansonsten sage ich hier Tschüssikowski, ciao mit V und bis zum nächsten Mal. Ja, und bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und ja, gern berichtet auch, wo ihr diesen Podcast hört, ob ihr den zu Hause hört, im Auto oder wo auch immer. Und dann, ja, geilerweise kommt auch gerade ein Traktor entgegen, ja, ein Schlepper, wie man so schön sagt, ein Tuckel, habe ich es früher mal genannt, an der Stelle. Ja, haut da rein und tschüss.